Grüß euch, das ist der Toni vom Team Das Kellerbuch. In diesem Video zeige ich die Funktion Eingabe von zusätzlichen Adressen. Zunächst ganz was Wichtiges. Bitte jeden Kunden nur ein einziges Mal anlegen und nicht, weil er zum Beispiel eine zweite, dritte, vierte Lieferadresse hat, da jetzt jeweils einen eigenen Kunden dazu anlegen. Wie funktioniert das Anlegen einer Adresse? Das ist ganz einfach. Ihr geht bitte hier in den Bereich der Partner, da auf die Kundenverwaltung. Sucht euch jetzt einen Kunden aus, der eine zusätzliche Adresse haben möchte und klickt hier auf das Menü Adressen. Jetzt klickt sie auf das weiße Schild und definiert zunächst den Typ der Adresse. Das kann eben eine Aviso-Adresse sein, Firmenadresse. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich eine Lieferadresse werden. Jetzt kurz was zum Thema Bezeichnung. Bitte nur dann wirklich da was eintragen, wenn der Firmenname von der Originaladresse sich unterscheidet. Konkretes Beispiel: Das Autohaus Huber hat mehrere Lager, von mir aus eines in München, eines in Hamburg, und ist aber immer das Autohaus Huber. Dann können Sie die Bezeichnung natürlich freilassen und braucht dann nur Adresse, Postleitzahl und so weiter einzugeben. Noch eine Besonderheit zum Thema EMCS. Achtung, wer von uns das EMCS-Service verwendet, bitte darauf achten, dass auch hier für die jeweilige Adresse die korrekten EMCS-Daten eingestellt sind. Der Rest der Felder ist, glaube ich, soweit selbstsprechend. Nur noch zwei Besonderheiten zum Schluss. Besonderheit Nummer 1, und zwar geht es um das Thema E-Mail für den jeweiligen Beleg. Also ihr könnt tatsächlich pro erfasster Lieferadresse, um bei diesem Beispiel zu bleiben, eine eigene E-Mail-Adresse für die Belege erfassen. Das heißt, später, wenn ihr dann an diese Adresse einen Lieferschein erstellt, kann unser System automatisch eben an diese neue Adresse oder richtigerweise an das Büro, das dahinter liegt, gleich diesen Beleg automatisch erstellen. Zweite Besonderheit, da geht es darum, ihr könnt pro Adresse auch definieren, aus welchem Lager die Waren standardmäßig gesendet werden sollen. Auch hier wieder ein kurzes Beispiel. Ihr habt ein Lager im Osten von Österreich und eins im Westen, von mir aus in Innsbruck. Wenn dann zum Beispiel ein schweizerischer Kunde beliefert werden soll, dann könnt ihr hier bei der Lieferadresse erfassen, dass die Ware gleich aus diesem Lager West genommen werden soll. Zum Schluss bitte auf die OK-Taste klicken. Ihr könnt so viele Adressen pro Kunden anlegen, wie ihr benötigt. Wie immer, bei Fragen bitte einfach melden und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.